Mit der Sanierungspflicht der EU für Gebäude wird eine weitere Sau durchs Dorf trimmen. Speziell in der Sanierungspolitik der Gebäude wird ein Frontalangriff auf das Eigentum vieler Bürger, aber damit auch auf die Mieter gestartet. Was ist da jetzt los? Die EU will eine Sanierungsrichtlinie auf den Weg bringen, wo die linken Abgeordneten alle zugestimmt haben im Europäischen Parlament. Ein einziger CDU-CSU-Abgeordneter aus Deutschland hat zugestimmt. Aber die anderen in der Regierung, da bin ich dann gespannt, ob die FDP hier wieder mal vielleicht sie versucht zu profilieren, was ihr schon lang gut anstehen darf, um unsere Themen hier in die Bundesregierung einzubringen, weil wir sind die einzige Partei, die hier diese Verbots- und Gebotspolitik negativ sieht, sondern wir sind für Leistungsanreize, für technologieoffene Heizungssysteme. Und auch bei der Sanierung sind wir gegen die Solardachpflicht, sondern wiederum Anreize zu schaffen, dass Bürger hier die Solardächer selbst montieren. Das funktioniert auch, das hat immer schon funktioniert. Alle wirtschaftspolitischen Anreize haben ihre Funktion nie verfehlt, sondern sind immer bei den Bürgern angekommen. Um jetzt die Sanierungspflicht nochmal intensiv zu betrachten, das würde für Bayern ein Investitionsvolumen von sage und schreibe 775 Milliarden Euro bedeuten. Das kann man sich eigentlich leicht ausrechnen, dass da viele ältere Bewohner ihre Häuser verkaufen müssten. Jüngere überlegen sich, ob sie überhaupt Eigentum bilden. Und die Wohnungsbaugesellschaften, die würden natürlich, und das ist auch Materialverschwendung, das ist keine nachhaltige Baupolitik, wenn ältere Gebäude weggerissen werden und nur noch neue, dem höchsten Energiestandard entsprechende Gebäude errichtet werden. Wir als AfD sind für nachhaltige Nutzung. Wir wollen die Gebäude aufstocken. Hier ist ein Potenzial von 2 Millionen Wohnungen gegeben. Das brauchen wir, aber wir wollen auch, dass die Sozialwohnungen nicht fehlbelegt werden, indem immer mehr ukrainische Flüchtlinge in den heimischen Wohnungsmarkt drängen, auch wenn es lobenswert ist, dass viele privat aufgenommen worden sind. Trotzdem muss man jetzt sagen, wir können nicht auf Dauer die ukrainischen Flüchtlinge bei uns integrieren. Die Fachkräfte, die hier angeblich so dringend notwendig wären, sind ja überwiegend Frauen, sind laut Aussagen eines CSU-Landtagsabgeordneten in einer letzten Diskussionsrunde nur zu 16% im Arbeitsmarkt tätig. Diese Aussagen werden wir überprüfen lassen, wie die bayernweit ausschaut. Haben wir zurzeit eine Anfrage gestartet und dann werden wir sehen, wie viele in der sozialen Hängematte unterzubringen sind, weil es diese Änderung gibt seit 1.6., dass sie gleichgestellt sind mit Deutschen und das gilt auch für den Wohnungsmarkt. Wenn heute ein Wohnungsinserat ist, egal wie groß die Wohnung ist, also wenn es einigermaßen günstig und bezahlbar ist, weil alles können die auch nicht zahlen, dann wird ungefähr das Zehnfache an Mietinteressenten von Ukrainern zu erwarten sein, als wir Deutsche. Und hier müssen wir unbedingt ansetzen. Wir müssen wohnortnah die ukrainischen Flüchtlinge unterbringen, um auch unseren sozial schwachen Mietern noch Möglichkeiten zu geben, im heimischen Wohnungsmarkt bezahlbare Wohnungen zu erreichen. Und es darf keinesfalls weitere Gebote und Verbote in dieser irrsinnigen Klimahysterie geben, die wo überhaupt nicht mehr bezahlbar sein werden. Und da setzen wir als AfD für bezahlbaren Wohnraum ein. Wir haben zahlreiche Anträge eingereicht. Wir bitten um Ihre Stimme. 8. Oktober ist Wahltag, ist Zahltag. Herzlichen Dank.